Also herzlich willkommen zu der letzten Vorlesung vor Weihnachten 2020. Ich freue mich heute besonders auf unseren Gasttrainer, Vortragenden Professor Reinhold Lang von der IJKU. Danke für die Zeit, Ken. Reinhold, wie brechend voll dein Terminkalender ist, deswegen will ich mich nochmal recht herzlich bedanken, dass du doch Zeit für uns heute gefunden hast. Ich würde da gerne mit einem Zitat einleiten, das ich gefunden habe, was der Reinhold Lang eben mal vor kurzem gesagt hat. Klimanotstand, Umweltkrise und damit auch Kunststoff, Plastikabfälle sind Ausdruck eines mittlerweile dysfunktionalen Wirtschaftssystems, das sich an überkommenen Denkansätzen und Modellvorstellungen aus einer Zeit vor beziehungsweise zu Beginn der industriellen Revolution orientiert und das dringend einer paradigmatischen Neuorientierung und Transformation zu einer nachhaltigen Entwicklung bedarf. Warum man jetzt dieses Zitat ausgesucht, das ist nämlich sehr erstaunlich, weil Professor Reinhold Lang hat nämlich engste Verbindungen in die Vorstandsetagen zu den größten CO2-Emittenten von Österreich. Da wollte ich euch jetzt gerade nur diese Folie zeigen. Er hat nämlich, oder redet, glaube ich, regelmäßig, Reinhold, bin ich bitte ganz verbessern, wenn ich da was falsch sage, aber er redet regelmäßig mit der Voestalpine, mit der OMV, Verbund, mit Borealis und mit Lafarge. Und wie man das sieht, sind eigentlich alle CO2-starken Bereiche abgedeckt. Mit Voestalpine, die Stahl, mit OMV, Öl, mit Lafarge, Zement und mit Borealis, die Kunststoff und mit Verbund natürlich Energie. Und wie ist dazu gekommen? Ja, der Professor Reinhold Lang hat sein PhD oder sein Doktorat in den USA in Pennsylvania absolviert und ist dann zu BASF AG in Ludwigshafen von 1984 bis 1991 gewechselt. Von 1991 bis 2009 war er an der Montanuniversität Leoben in Kunststoff, hat nun für unterschiedlichen Bereichen Kunststoff gearbeitet. Und seit 2009 ist er an der JKU und hat dort den Ordinarius und die Leitung des Institute of Polymeric Materials and Testing unter sich. Seit 2009 ist er auch Sprecher des fakultätsübergreifenden JKU-Schwerpunkts Sustainable Development Responsible Technologies and Management. Des Weiteren ist er seit 2009 auch vom Uninetz im Steering Committee, also im Lenkungsausschuss, wo eben, wie wir schon mehrmals erwähnt haben, 16 österreichische Universitäten zusammengeschlossen sind und für die Bundesregierung einen Optionenbericht erstellt, unter anderem. Und auch Studierende über das Forum M mitbeteiligt sein. Seit 2009 hat er auch, oder seit 2019 hat er unter anderem auch mit das Forum Future entworfen. Also das ist ein Kompetenzforum für nachhaltige Entwicklung in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und mit dem Forum Future haben sie auch die Grünen bei der Bundeswahl 2019 strategische und inhaltliche geholfen, die Stellungnahmen oder auch sich inhaltlich die Struktur der Grünen aufzubauen, dass sie, damit sie da gut dastehen. Und seit 2020 ist er auch im CCCA, also im Climate Change Center Austria, im Vorstand. Ich freue mich jetzt. Ich glaube, die Liste könnte man nur ewig weiterführen. Ich freue mich jetzt aber schon auf den Vortrag von Reinhold Lang, und würde das Wort übergeben, wenn ich das schaffe. Ganz kurz Jetzt schon hast du zum die. Moderator einnehmen. So, Reinhold, sollte es funktionieren, dass du die Folien freigeben kannst? Schau mal, versuchen wir es. Wie sieht es aus? Sieht man die erste Folie? Hört man mich? Sieht gut aus, funktioniert. Sehr gut, ja. Ja, dann einen schönen Nachmittag an alle, die heute dabei sind bei dieser Vorlesung an der Universität Innsbruck.
Ich darf mich vorweg bedanken beim Ingo und beim Kollegen Pfluger für die Einladung für diesen Nachmittag. Ich mache das sehr, sehr gerne. Auch vor dem Hintergrund, dass wir ja in dieser Woche ein 5-jähriges Jubiläum feiern, nämlich das Jubiläum des Klimaabkommens von Paris. Und will mich da jetzt gar nicht so lange mit Vorreden aufhalten, sondern vielleicht gleich in das Thema einsteigen. Der Klimanotstand, die Umweltkrise sind ja auch Thema meines Vortrages. Und ich möchte das in einen Kontext stellen, der einerseits mit der evolutionären zivilisatorischen Entwicklung zu tun hat, weil ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt für das Verständnis dieser Krisensituationen. Und das Zweite, dann auf die technologischen und politischen Optionen eingehen, die sich abzeichnen, mit diesen Krisen entsprechend umzugehen. Ich versuche nochmal hier meinen Laserpointer einzuschalten. Ich hoffe, dass das gleich klappen wird. Ja, gut. Vielleicht als ganz kleiner Einstieg und eine Anekdote zum Perspektivenwechsel. Wichtig wird sein und vor allem in dieser Transformationsphase, dass wir kontinuierliche und hohe Lernbereitschaft an den Tag legen. Und ich komme auf eine kleine Geschichte zurück. Meine Frau hat mir anlässlich unserer Hochzeit, wie ich als Professor an die Montanuniversität Leoben berufen wurde, dieses Bild, das Sie hier sehen, geschenkt. Also das war vor etwa 3 Jahrzehnten. Und auf dem Bild steht, es gibt 2 Grundwahrheiten. Erstens, Männer sind klüger als Frauen. Und zweitens, die Erde ist eine Scheibe. Das gilt natürlich schon lange nicht mehr. Aber zu diesem Perspektivenwechsel und zur Lernbereitschaft gilt es jetzt als nächste Botschaft vielleicht dazu zu sagen. In einer komplexen Welt wird es zunehmend schwierig zu erkennen, wie die Faktenlage tatsächlich ausschaut. Und ich rede da hier jetzt nicht über Alternative Facts, sondern komplexe Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass je nach Blickwinkel sich unterschiedliche Schlussfolgerungen ergeben. Und mein Hinweis hier ist vielleicht der, wir müssen natürlich versuchen, die gesamte Komplexität, auf die ich noch eingehen werde, entsprechend zu erfassen. Und je nach Blickwinkel sieht der Zylinder dann manchmal als Kreis aus und manchmal als Quadrat, so wie Sie es hier in dem linken Bild dargestellt sehen. Aber auch das ist ein Aspekt, der mit unserer Lernbereitschaft zu tun hat und Transformation im Sinne dessen, was wir als Klimakrise und Umweltkrise bezeichnen. Und die transformatorischen Schritte, die wir erwarten, die haben natürlich auch in unseren Köpfen stattzufinden. Der Ingo hat zu meinem Hintergrund schon einiges gesagt. Ja, mein Thema ist, mein professionelles, wissenschaftliches Thema, Kernthema sind Kunststoffe, Plastik. Und Sie kennen das Plastikthema natürlich. In den letzten Jahren ist es in den Medien ganz prominent immer unter dieser ganzen Müllproblematik diskutiert worden. Sie sehen hier einige Images davon, auf die ich jetzt im Detail nicht weiter eingehen will. Aber wir haben Riesenmengen von Plastik in den Landschaften, in den Gewässern und natürlich als Mikroplastik teilweise übertragen mittlerweile auch über die Atmosphäre. Und die große Frage für die Zukunft auch der Kunststoffe ist natürlich, wie können wir vom Teil des Problems wieder zum Teil einer Lösung werden und zum Teil einer wesentlich größeren Lösung. Und das, worauf ich hinaus will, im Sinne meiner Botschaften, einen Aspekt hat eigentlich schon Ingo in seiner Einleitung zitiert. Diesen Satz, den habe ich erstmals geframed anlässlich einer Diskussion, die ich mit der damaligen Umweltministerin Elisabeth Köstinger an der Johannes Kepler Universität führen durfte. Sie war bei uns an der Universität, um mit Studierenden zu diskutieren. Wir haben das als Dialog gemacht. Und eine meiner 5 Thesen war bezugnehmend auf das Plastikabfallverbot, also das
Plastiksackerlverbot, das sie kurz davor reglementiert hat. Kunststoffabfälle sind sichtbarer Ausdruck eines mittlerweile dysfunktionalen Wirtschaftssystems, das sich an überkommenen Denkansätzen und Modellvorstellungen aus einer Zeit vor bzw. zu Beginn der industriellen Revolution orientiert. Und wir brauchen insgesamt eine paradigmatische Neuorientierung und Modernisierung unseres Wirtschaftssystems, unseres ökonomischen Denkens. Aber da spielen natürlich Technologien eine wesentliche Rolle. Wenn wir das größere Problem hernehmen, das ist hier an dieser Folie dargestellt, da möchte ich darauf hinweisen, wir haben einen quantitativ gesehen, wenn man das jetzt analysiert. Wir haben Plastikabfälle, die liegen ungefähr in der Größenordnung pro Jahr 140, 150 Millionen Tonnen. Davon gehen 10 Millionen Tonnen nach Schätzungen in die Ozeane, in die Gewässer, in die Meere, bilden diese großen Müllinseln. Aber wir haben natürlich noch ganz andere große Probleme, die wir gleichzeitig zu bewältigen haben, die hier ebenfalls quantitativ dargestellt sind. Das sind die CO2-Emissionen, die sind etwa um einen Faktor 200 bis 300 größer. Ich nenne das immer den sichtbaren Abfall in Form von Kohlenstoff, haben wir als Kunststoffabfälle. Die nicht sichtbaren Abfälle, die um einen Faktor 200 bis 300 größer sind, haben wir als CO2, als Kohlenstoffabfälle in Form von CO2 in die Atmosphäre. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die der großen Problembereiche. Das hat zu tun mit der Abholzung von Wäldern, insbesondere von Regenwäldern, in unglaublichen Dimensionen weltweit. Also da könnte man, wenn man Volumen hernimmt, Faktor 1000 plus beispielsweise sagen. Ich will das hier aber nicht so framen. Das hier ist das kleine Problem und das sind die großen Probleme. Also Plastik ist quantitativ das kleine und die anderen sind die großen. Sondern der Grund, warum ich das in der Form darstelle, alle diese Probleme haben eine gemeinsame Wurzel, die liegen in unserem Wirtschaftssystem begründet, das stark linear orientiert ist. Aber sie haben auch was weiteres gemeinsam, dass sie alle der gleichen Lösungsansätze, den gleichen Lösungsansätzen zugänglich sind. Und diese Lösungsansätze heißen eigentlich in einer Metaebene geframed, wir müssen versuchen, die Zirkularität der Biosphäre in die Technosphäre übertragen. Und es wird nicht sehr chemisch werden, aber ein bisschen chemisch muss sein. Im Grunde, was haben alle diese Probleme gemeinsam? Materiemäßig geht es um Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. Das sind die wesentlichen Elemente, die Kunststoffe ausmachen. Das ist Kohlenstoff und Sauerstoff sind natürlich die Elemente, die die CO2-Emissionen ausmachen und analog Kohlenstoff, Sauerstoff, bisschen Stickstoff kommt dann da und dort natürlich dazu, sind auch die wesentlichen Elemente, die wir in der Biosphäre vertreten haben. Also das zirkulär zu machen. Und meine These ist jetzt, können wir über gute Ansätze, die ich versuche aus meiner eigenen Domäne, das ist der Kunststoffbereich, über die richtigen Lösungsansätze gleichzeitig die anderen Probleme mitlösen. Und daher komme ich zu meinem gesamten Framing für den Rest des Nachmittags. Kann es nicht vielleicht doch sein, wir alle sind so im Mindset angelegt, dass wir in der Tat der Ansicht sind, der Hund wackelt mit dem Schwanz. Also das ist das berühmte Wag the Dog Puzzle. Und ich habe hier die Frage darunter gestellt, was wäre, wenn unter ganz bestimmten Umständen es auch möglich ist, dass der Schwanz vielleicht mit dem Hund wackelt. Und ich habe unseren Hund, den Sie hier sehen, namens Ben, hier in einigen Bildern dargestellt und sehr oft beobachtet. Es passiert sehr, sehr oft, dass zuerst der Schwanz zu wackeln beginnt und dann der Hund sich dreht und dann der ganze Hund hüpft. Also das ist so meine Metapher, die ich dann an vier Beispielen konkret noch einmal zeigen will. Wie kann es aus bestimmten Bereichen heraus gelingen, große Systeme zu ändern? Damit komme ich jetzt zu den drei Hauptthemen, die ich heute mir für den Nachmittag vorgenommen habe. Und
zwar zuerst als erstes Thema zum Zustand der Welt. Warum sind die Pariser Klimaziele und die UN-Agenda 2030 ganz, ganz wesentlich für diese Transformationen, von denen wir eigentlich jetzt ausgehen müssen und hoffen können, dass sie stattfinden? Der zweite Themenblock wird sich dann beschäftigen mit der Rolle von Energien und Werkstoffen in dieser Transformation, wobei mein Fokus wieder sein wird, was können Kunststoffe beitragen, wie kann man das auf andere Werkstoffklassen und Technologien übertragen. Und der dritte Aspekt, auf den hat Ingo auch einleitend hingewiesen, wie kommen wir aus diesen Punkten 1 und 2 dann aufs österreichische Regierungsprogramm? Und als Metaframing sehen Sie hier oben noch einen Subtitel. Meine Hauptbotschaft ist, was lernen wir vom Ursprung des Lebens für das österreichische Regierungsprogramm 2020+. Also das zieht sich ein bisschen wie ein Faden durch die drei Themenblocks. Und am Ende, wenn Zeit ist, können wir noch unterschiedliche Themen diskutieren. Und ich hoffe wirklich auf einen regen Austausch mit Ihnen. Also zum ersten Thema. Warum ist die UN-Agenda und die Pariser Klimaziele, warum sind die wichtig? Ich will das kurz anhand eines geo-bio-evolutionären Rückblicks machen und von dem auf einen Blickwinkel kommen der nachhaltigen Entwicklung, Sustainable Development. Ich werde heute nicht auf die ganze bio-evolutionäre Entwicklung, also auch die kosmische vom Big Bang beginnend, hier eingehen. Ich mache das ganz gerne bei mir in meinen Vorlesungsblogs, wo mehr Zeit ist. An der Stelle darf ich nur kurz darauf verweisen, es gibt ein ganz fantastisches Video von David Christian vom Big Bang, die Evolution bis heute, inklusive der ganzen planetarischen Aspekte, die den Planeten Erde betreffen, in 18 Minuten. Sie kriegen meine Unterlagen und da finden Sie dann, wo Sie das nachschauen können. Das ist ein ganz fantastisches Video. Aber worauf in dieser Darstellung auch eingegangen wird, ist, wie sind im Big Bang aus Energie, wie ist Materie entstanden? Und natürlich waren die ersten Elemente, die entstanden sind, sind genau die, über die wir uns heute da vornehmlich konzentrieren werden. Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff, die im Periodensystem da oben stehen. Und viel mehr will ich dazu nicht sagen. Das Ganze mit dem Ursprung des Weltalls und des Universums ist etwa 14 Milliarden Jahre her, nicht ganz nach heutiger Einschätzung. Und vor etwa 4,5 Milliarden Jahren hat sich dann unser Planet gebildet. Und vor 3,8 Milliarden hat eine ganz wesentliche evolutionäre Innovation stattgefunden. Das ist nämlich der Ursprung des Lebens. Warum ich das herausstreiche, ist, das war die Formation der ersten Makromoleküle, die eben aus diesen Bestandteilen hier elementar gebildet sind. Und diese ersten Makromoleküle sind als Doppelhelix, das ist das, was RNA, DNA-Strukturen ausmacht. Das sind im Grunde die ähnlichen Bestandteile von der Struktur her und vom molekularen Aufbau, die wir übrigens in Kunststoffen vorfinden. Ich werde auf das später dann noch einmal zurückkommen. Diese ersten Formen des Lebens haben dann etwas gemacht, dass sie riesige Mengen Sauerstoff hergestellt haben, also einen Klimawandel, atmosphärischen Wandel hervorgerufen haben, der dann bekannt ist unter Great Oxygenation. Und viele Formen des Lebens, die wir hier haben, aber auch andere Ereignisse, haben über atmosphärische Veränderungen dazu geführt, dass wir inzwischen 5 Massensterben aus der Evolution her kennen und heute dabei sind, in eine Phase der 6. großen Aussterbungs- oder Extinktionsperiode uns hineinzubewegen. Und was wir aus dem allen lernen können, ist, alle Extinktionsperioden haben zu tun gehabt, unabhängig von der Ursache, ob das jetzt Planeten oder ein Asteroideinschlag war, wie bei der letzten großen Aussterbungsphase, bei der die Dinosaurier dann auch ausgelöscht wurden vor 65 Millionen Jahren.
Die Aussterbungsraten haben sich mannigfältig vervielfältigt über die klimatischen Veränderungen, die gefolgt sind. Also daher ist mit klimatischen Veränderungen, die sind signifikant. Und was wir auch aus der Evolutionsgeschichte lernen können, dass 99% aller Spezies, die bisher diesen Planeten bewohnt haben, mittlerweile wieder verschwunden sind. Ein ganz wesentlicher Aspekt, den wir aus der Evolutionsgeschichte noch lernen können, und den nehmen wir mit hinein in die heutige Zeit, wie wir mit den jetzigen Problemen umgehen. Das ist ein weiteres Video des Geochemikers Michael Russell, den ich hier zitieren möchte, über den Sinn des Lebens. Er hat es ein bisschen anders, er hat es als Meaning of Life geframed. Ich habe es dann übersetzt als Purpose, also eher als Zweck des Lebens ist Hydrogenation of Carbon Dioxide. Also das ist nichts anderes als das, was die Photosynthese macht aus CO2, aus Wasser, zusammen mit entsprechender Energie, in dem Fall Solareinstrahlung, entsprechend Lebensmechanismen aufzubauen. Und diese Hydrogenierung von Kohlendioxid, glaube ich, die müssen wir uns merken. Wir müssen sie auch in das Zentrum unserer Transformationstechnologien stellen. Und auf das werde ich dann später beim österreichischen Regierungsprogramm noch einmal zurückkommen. Was die menschliche Entwicklung anbetrifft, also die ersten Hominiden auf dieser Zeitskala, die hat es dann vor 2 bis 3 Millionen Jahren gegeben. Die Menschheit als Homo sapiens gibt es eigentlich so größenordnungsmäßig 200 bis 300.000 Jahre. Und vor 10.000 Jahren vor Christus sind die Menschen sesshaft geworden und Sie kennen alle diese Entwicklung der Populationsentwicklung, wo markant ist, dass die Entwicklung der menschlichen Bevölkerung auf dem Planeten ab der industriellen Revolution dann massiv zugenommen hat und wir momentan bei etwa 7,7 Milliarden Menschen sind und in Richtung 10 Milliarden plus minus noch im Verlauf dieses Jahrhunderts anwachsen werden. Also das sind so Eckzahlen, die man da im Grunde immer im Hinterkopf haben muss, wenn wir über Prosperität und wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung reden. Vielleicht hier zur Entwicklung seit der industriellen Revolution. Da kann man immer ganz gut verweisen auf Hans Rosling, der mittlerweile verstorben ist, der ganz ausgezeichnete statistische Analysen gemacht hat über die Entwicklung seit der industriellen Revolution. Und der zeigt schön auf, anhand von Kurven, die er hier geframed hat, mittleres Einkommen der Bevölkerung in unterschiedlichen Regionen der Welt und Lebenserwartung und da sehr schön aufzeigt, dass seit der industriellen Revolution global gesehen und auf einen Großteil der Menschheit oder auf große Anteile bezogen, sich die Situation gebessert hat. Gleichzeitig wieder zwei Blickwinkel anzuwenden, müssen wir natürlich zur Kenntnis nehmen, dass die Schere weit aufgegangen ist und dabei ist aktuell auch weiter aufzugehen. Und ich will das hier nur anhand von ein paar Zahlen illustrieren, die mit Armut zu tun haben, also extreme Armut, die mit Ernährung zu tun haben, die mit Wasserversorgung oder dem Zugang zu Sanitäreinrichtungen zu tun haben, beziehungsweise Zugang zu Energie und Energienutzungsmöglichkeiten. In allen diesen Kategorien haben wir 1 Milliarde Menschen, die massiv unterversorgt sind, also die unter extrem schwierigen Bedingungen zu leben haben, trotz dieser vielleicht teilweise für einen signifikanten Anteil der Menschheit positiven Zahlen, die ich aus der früheren Grafik gezeigt habe. Wir haben aber noch eine Reihe von weiteren Problemen, die wir als globale Herausforderungen bezeichnen. Und die haben nicht nur mit dem Weltbevölkerungswachstum zu tun,
sondern eine Gruppe um Paul Crutzen, das ist ein Nobelpreisträger, der für die Atmosphärenchemie der Ozonlochzerstörung den Nobelpreis erhalten hat. Der hat eine Gruppe von unterschiedlichen Disziplinen von Wissenschaftlern geformt, die dann ein Projekt gestartet haben, bei dem sie alle 10 Jahre die globalen Zahlen in einer Art und Weise verdichten, sodass man sie auf einem Chart mit 24 Subcharts in etwa betrachten kann. Also das ist der Globalblick auf dessen, wie sich die Welt entwickelt. Und das wird als die Great Acceleration Charts bezeichnet in der Literatur und markieren auch wesentliche funktionale Entwicklungen, die mittlerweile als Anthropozän bezeichnet werden. Im Grunde gehen alle diese Kurven, Sie werden sie im Detail nicht lesen können, aber ich will Ihnen nur kurz vermitteln, was die Idee dahinter ist. Man versucht anhand von 12 Indikatoren jeweils das sozioökonomische System und anhand von 12 Indikatoren das ökologische System, das Erdsystem in seiner Entwicklung zu beschreiben. Und das Interessante, was diese Kurven natürlich aufzeigen, das sozioökonomische System bildet sich ökologisch natürlich ab. Alle Exponentialkurven, die wir im sozioökonomischen System haben, finden wir beispielsweise über das Wirtschaftswachstum als CO2-Ausstoß, als Methanausstoß, als Abholzung der Regenwälder und so weiter wieder auf der rechten Seite. Und diese Beschleunigungen, die da stattfinden, die kann man am besten auch markieren, wenn wir einen dieser Faktoren herausgreifen. Das ist, wie entwickeln sich die CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre. Und wir wissen mittlerweile nicht nur über die letzten 650.000 Jahre, sondern seit es Hominiden gibt, also 2-3 Millionen Jahre, kann man da zugrunde legen, hatten wir noch nie so hohe CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre, wie wir sie aktuell haben. Hier diese gestrichelte Linie, das ist das Niveau zu Beginn der industriellen Revolution, also im 18. Jahrhundert, wenn Sie so wollen. Und das sind die CO2-Konzentrationen, wie sie seither angestiegen sind. Also das ist richtig exponentielles Wachstum auf dieser Zeitskala. Und wie gesagt, wir bewegen uns in einen Bereich hinein, den wir zumindest in den letzten 3 Millionen Jahren auf diesem Planeten nicht hatten. Also das zeigt eigentlich die Dramatik auf. Und eine Gruppe um Rockström und Steffen, also das sind ähnliche Autoren wie die mit den Great Acceleration Charts, und dann auch einen Kompass entwickelt, in dem sie einige Bereiche herausgegriffen haben, wie den Bereich der Klimaveränderung und Biodiversitätsverlust und dergleichen. Und nach allen Einschätzungen in den ökologischen Systemwissenschaften ist es so, Biodiversitätsverlust und die Krise in der Biodiversitätsauslöschung wird deutlich höher eingestuft als das, was wir im Klima haben. Soll nicht heißen, Klima ist vorläufig. Klima ist schon ein ganz wichtiges Thema, aber noch vor wenigen Jahren war das noch so ein bisschen im gelben Bereich, während bei Biodiversität und bei den biochemischen Flüssen, das betrifft vor allem Land- und Forstwirtschaft im industriellen Maßstab, da sind wir längst in den roten Bereichen. Also wir haben genügend Gründe, uns umzuorientieren. Und jetzt kommt noch eine weitere wichtige Botschaft dazu. Das ist die berühmte Pareto-Regel. Wenn wir diese Daten analysieren, also die ökonomischen Daten, Weltbevölkerungswachstum und die entsprechenden wirtschaftlichen Daten anhand von Bruttosozialproduktwachstum und das runterbrechen auf die ökologischen Schäden, gibt es eine wichtige Schlussfolgerung. 20% der Bevölkerung in den reichen Ländern, nicht alle sind reich in den reichen Ländern, aber wenn man es auf Länderebene herunterbricht, 20% der Bevölkerung verursachen 70-80% der Probleme
in diesem ökologischen Bereich. Also zu sagen, es wäre das Weltbevölkerungswachstum, das primär das Problem ist, ist sicherlich nicht richtig. Es ist in erster Linie unser Wirtschaftssystem, und weil 20% der Weltbevölkerung, die vor allem in dem bestehenden Wirtschaftssystem mit hoher Prosperität leben, verursachen, wie gesagt, 70-80% der Probleme. Unabhängig von diesen ökologischen Einschätzungen gibt es dann natürlich noch andere Vereinigungen, die die Weltsituation beurteilen. Ich will hier nur ganz kurz darauf hinweisen, es gibt das sogenannte Bulletin of Atomic Scientists, die diese sogenannte Doomsday Clock nach dem Zweiten Weltkrieg, also das ist nach Abwurf der ersten Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki, haben sich diese Nuklearphysiker mit einer Reihe von anderen Experten, auch Medienexperten, zusammengetan und haben erkannt, wie kritisch die Situation und die Entwicklung für die menschliche Spezies werden könnte auf diesem Planeten, und haben sich dann eine Doomsday Clock einfallen lassen, die seither jährlich nachgestellt werden. Und da gibt es eine Fülle von Experten aus unterschiedlichen Disziplinen, inklusive einer Reihe Nobelpreisträger, die dann diese Uhr anhand eines Prozederes dann stellen. Das wird dann immer im Januar entsprechend veröffentlicht. Und das letzte Setting der Doomsday Clock, 100 Sekunden bis Midnight. Also wir sind zum ersten Mal unter 2 Minuten im Jahr 2020. Über die ganzen kalten Kriegszeiten und so weiter, also seit dem Zweiten Weltkrieg, ist die Situation noch nie so kritisch eingeschätzt worden wie heute. Ähnlich sieht das übrigens das World Economic Forum. Also ich springe gleich auf die nächste Folie. Ich glaube, jeder wird nachvollziehen können, dass wir mittlerweile von der Hypothese quasi als Fakt ausgehen müssen. Die menschliche Zivilisation befindet sich in einer Phase mit einer Fülle von sehr großen Herausforderungen. Und ich habe mir in letzter Zeit angewöhnt, dies zu differenzieren. Wir haben so die punktuellen oder zeitlich begrenzten Herausforderungen, die kommen und die verschwinden dann in relativ kürzeren Zeiträumen oder kommen so als Spikes. Dazu gehört die Finanzkrise 2008. Natürlich soll nicht heißen, dass wir nicht jetzt auch finanzkrisenartige Probleme haben. Die bleiben natürlich unterschwellig immer da, wo die poppen so hoch und verschwinden dann ein bisschen leicht, kommen dann wieder. Dazu zählt auch die Flüchtlingskrise oder die gegenwärtige Covid-19-Krise. Und dann haben wir eine Reihe von Krisen, die kumulieren sich kontinuierlich und stetig hoch. Das ist die Klimakrise, das ist die Landnutzung und die Landnutzungsproblematik und die ganze Frage der Waldnutzung beziehungsweise Deforestation und natürlich auch Plastik. Die addieren sich jedes Jahr auf. Und jetzt gibt es eine bemerkenswerte Aussage eines neoliberalen Ökonomen namens Milton Friedman, den manche kennen werden, der in ökologischen Kreisen üblicherweise nicht so sehr beliebt ist. Aber der hat eine wichtige Aussage gesagt, die hier unten noch einmal herausgeschrieben ist. Only a crisis produces real change. Und sagt dann dazu, our basic function is to develop alternatives until the politically impossible becomes the politically inevitable. Also das framet so ein bisschen, worauf wir hinaus wollen. Wir sind mittlerweile in einer Krisenzustand, dass wir hoffen können, dass wir eine Trendwende herbeiführen. Und hier sagt er dann noch eines dazu. Wichtig wird dann sein, dass aus der Wissenschaft und aus der Gesellschaft jene Ideen so weit entwickelt sind, dass sie entsprechend zur politischen Umsetzung kommen können. Was können solche Ideen sein? Eine ist ganz klar, und die hat ihren Ursprung bereits Ende der 80er Jahre,
als in dem berühmten Brundtland-Bericht Our Common Future Sustainability als Sustainable Development neu geframed wurde. Und Sie kennen vielleicht diese Formulierung. Im Grunde ist eine nachhaltige Entwicklung eine Entwicklungsform, die die Bedürfnisse der gegenwärtigen Generationen befriedigt, ohne die Chancen und Möglichkeiten künftiger Generationen, auch ihre Bedürfnisse zu befriedigen, einschränkt. Worauf ich hinaus will, dieses Statement ist ganz massiv ein intra- und intergenerationelles Gerechtigkeitsstatement, eine Forderung. Also mehr noch als eine ökologische, als ein ökologisches Konzept geht es hier um ein anthropozentrisches Gerechtigkeitskonzept. Und natürlich geht es um globale Prosperität. Und das ist dann 2015 weiterentwickelt worden in ein Rahmenwerk, das mittlerweile bekannt ist. Die meisten werden das kennen. Die sogenannten Sustainable Development Goals, die United Nations Agenda 2030, anhand von 17 übergeordneten Zielsetzungen mit 169 Subzielen, alle mit entsprechenden Indikatoren und Zielparametern versehen, eine Entwicklung vorgegeben ist, auf die sich die Weltgemeinschaft der United Nations, also über 190 Nationen, entsprechend geeinigt haben. Wenn man diese Sustainable Development Goals hernimmt und sich im Detail anschaut, stellt man fest, dass Energie wiederum ein Bereich ist, der viele dieser Ziele, nicht alle, aber viele dieser Ziele durchdringt und in einigen natürlich von ganz großer Bedeutung ist. Es gibt ja zum Beispiel das SDG 7, das sich spezifisch mit günstiger und sauberer Energie beschäftigt. Natürlich im ganzen Block der Wirtschaftsentwicklung und Kreislaufwirtschaft, also das wäre diese zweite Zeile hier in diesem Sustainable Development Chart, geht es um Energie, aber natürlich auch um auf SDG 13 zu kommen, was die Klimaziele anbetrifft. Was die Zielsetzung betreffend Energie konkret heißt, möchte ich hier noch einmal darstellen, anhand einer Grafik, die ursprünglich in der Basiskonfiguration vom International Institute of Applied Systems Analysis, also IASA in Luxemburg, stammt. Die haben sehr schön aufgezeigt, die Energietransformationen aus der Vergangenheit, also wie wir aus der vorindustriellen Zeit war, Holz der primäre Energieträger, ist dann abgelöst worden von Kohle, später dann von Öl, dann ist Gas gekommen. In den 70er Jahren war dann die Hoffnung Nuklearenergie. Das ist hier nicht linearer Maßstab. Ich sage da gleich dazu, der Anteil der Nuklearenergie ist weit unter 3% mittlerweile am Endenergiebedarf, kontinuierlich am Sinken. Also da ist nichts zu erwarten, sondern die große Frage wird sein, können wir mit echt erneuerbaren und ökologisch vertretbaren Technologien einen Wachstumspfad finden, dass wir 2050, mittlerweile muss man sagen, geht die Zeit so schnell vorbei, wo nicht ausreichend gehandelt wird. De facto kann man heute sagen, dass Pariser Klimaziel, der Korridor 1,5 bis 2 Grad Celsius Temperaturerhöhung, heißt eigentlich bis 2050 netto Null Emissionen an Treibhausgasen zu bewerkstelligen. Heißt also ein völliger Umbau des Energiesystems innerhalb der nächsten 3 Jahrzehnte. Kann das gemacht werden? Also ich persönlich habe mich mit diesen Fragestellungen schon seit Beginn meiner ersten Professur in meiner Antrittsvorlesung und in unseren Forschungsarbeiten beschäftigt. Die wichtigen Aspekte, die aus der Technologie kommen können, ist natürlich Neudenken, das heißt Innovation. Und konkret heißt das, wir müssen in allen Bereichen energetisch und stofflich wesentlich effizienter werden. Das kann über Direktinnovation, aber vor allem durch ein besseres Verständnis der Systemzusammenhänge geschehen. Und die zweite wichtige Herausforderung ist,
wir müssen regenerative Ressourcen energetisch und stofflich entsprechend nutzen. Und das heißt sehr, sehr stark Nutzung von erneuerbaren Energietechnologien und stoffliche Kreislaufführung. Also de facto, wir brauchen heute viel, viel bessere Technologien, als wir sie in der Vergangenheit hatten. Und das limitiert simple Rezyklierungs- und dauerhafte Nutzungsgedanken eigentlich. Heißt konkret, wir müssen quasi unsere Technologie- und Energiewelt fast neu erfinden. Wesentlich besser, bessere Leistungen mit weniger Energie und weniger Werkstoffen. Heute will ich auf das nicht eingehen, aber de facto, wenn wir berücksichtigen, dass die Weltbevölkerung weiter auf 10 Milliarden Menschen anwächst, wenn wir gleichzeitig berücksichtigen, dass wir aus Equity-Überlegungen Prosperität für alle uns wünschen, heißt das, einen Effizienzfaktor in der stofflichen Nutzung für die gleichen Dienstleistungen von mindestens einem Faktor 4 bis 8. Das ist so eine Forderung, die schon einige Zeit auch über den Club of Rome in den Raum gestellt wurde. Also wir müssen wesentlich besser werden und wir müssen auch zirkulär werden in den Stoffströmen. Damit komme ich zu den Technologien, die im Grunde auf Werkstoffen und in Kombination mit Wechselwirkung Energien funktionieren. Wenn wir uns jetzt aus zivilisatorischer Sicht wieder die Werkstoffentwicklung anschauen, dann wird sie nicht verwundern, dass historisch Polymere schon immer, also das, was wir neuerdings Kunststoffe nennen, aber von der molekularen Struktur habe ich erwähnt, der Ursprung des Lebens sind Makromoleküle und über die diversen biologischen Nutzungen von Holz, Tierhäuten, Leder, faserartigen Werkstoffen haben historisch, wenn wir also wieder 12.000 Jahre zurückgehen vor unserer Zeitrechnung, haben derartige organische Werkstoffe schon immer eine große Rolle gespielt. Aber natürlich aus der Steinzeit kommend, waren es natürlich die keramischen Werkstoffe, die äquivalent dominant waren. Mit der industriellen Revolution, aber startend natürlich von der Steinzeit dann weg in die Bronzezeit, Eisenzeit, haben dann metallische Werkstoffe zugenommen. Und etwa Mitte letzten Jahrhunderts, was die zivilisatorische Bedeutung anbetrifft, war die Einschätzung von Professor Ashby zumindest, das ist ein Materialwissenschaftler der Universität Cambridge, der sich umfassend mit Materialien und Ökologie in nachhaltiger Entwicklung beschäftigt. Diese Einschätzung, diese Grafik, die von ihm hier stammt, war Mitte letzten Jahrhunderts waren metallische Werkstoffe die dominante, treibende Werkstoffklasse, die auch die industrielle Revolution vorangetrieben haben. Und seit Mitte letzten Jahrhunderts kamen dann die neuen Kunststoffe, die vor 100 Jahren erstmals entwickelt wurden und deren Bedeutung hat dann gesellschaftlich, zivilisatorisch wieder zugenommen. Also das ist dieser gelbe Balken. Wir kommen von den kreisförmigen natürlichen Kunststoffen in die technologische, ins Kunststoffalter, das wir heute haben, das aber linear ist und nicht kreisförmig. Stofflich gesehen, wenn wir das Periodensystem hernehmen, eigentlich das Gleiche. Also die quantitativen Zahlen sehen Sie nochmal hier. In der Tat hat das Volumen der Kunststoffe in der Produktion weltweit, das Stahlvolumen, also wenn wir die Kubikmeter messen würden, ab dem Zweiten Weltkrieg, also nach dem Zweiten Weltkrieg, Mitte letzten Jahrhunderts, in den 80er Jahren, spät 80er Jahren, das Volumen der Stahlproduktion überschritten. Die Kehrseite der Medaille haben wir schon angesprochen, aufgrund unserer linearen Produktionsweisen. Alan MacArthur hat dann 2016 zusammen mit McKinsey einen Bericht herausgebracht, der massiv Momentum geschaffen hat in der Kunststoffwirtschaft, nicht nur in der Kunststoffwissenschaft. In der Kunststoffwissenschaft lagen die Überlegungen vorher schon da. Aber Alan MacArthur und McKinsey haben es geschafft, das entsprechend so zu framen, dass es dann auch auf den Tischen der Industrie und des Managements gelandet ist. Und einige von Ihnen werden sich erinnern, das kam damals auch über
das World Economic Forum mit der Aussage, wenn wir so weitermachen, wie wir das jetzt betreiben, haben wir 2050 mehr Plastik im Meer als Fische. Die EU hat das aufgegriffen und hat dann daraus einen Circular Economy Action Plan geschmiedet, der dann große und starke Elemente drinnen hat für Kunststoffe und dann Recyclingquoten vorgeschrieben hat, die wir hier unten sehen, die bis 2025 zumindest für die Verpackungsbereiche von Kunststoffen 50% und für 2030 dann 55% sein soll. Ich sage jetzt gleich dazu, egal wie sinnvoll oder wenig sinnvoll diese Quoten sind, also manche erachten sie zu hoch, manche erachten sie zu niedrig, kommt heraus, selbst wenn wir 70% erreichen, ist 30% von dem, was da wächst, noch immer sehr, sehr viel. Also diese Rezepte, die wir aktuell auf dem Tisch liegen haben, werden keineswegs ausreichend sein, selbst wenn wir sie erreichen sollten, um diese Problematik in den Griff zu kriegen. Dazu kommt jetzt noch was Zweites. Die simple Substitution von Kunststoff durch Papier, durch Glas, durch Holz, durch Metall aller Art ist nicht die Lösung. Und zwar gibt es eine ausgezeichnete Studie von der Denkschmiede Denkstadt, die in Wien sitzt. Die haben modelliert, und zwar den, man kann sagen, anhand von repräsentativen Fallbeispielen, das gesamte Aufkommen an Kunststoffen in unterschiedlichen Marktsegmenten, haben 80 Beispiele hergenommen und die dann auf das Gesamtvolumen Europas hochgerechnet im Kunststoffverbrauch und haben dann herausgerechnet, was würde passieren, wenn wir Kunststoffe durch die nächstbeste ökologische Werkstoffklasse ersetzen würden, beispielsweise was Energieverbrauch CO2 anbetrifft. Also erstens käme heraus, wenn Sie Kunststoff durch andere Werkstoffe wieder ersetzen, das geht bei 80% aller Anwendungen, wäre das denkbar. Beim Autoreifen wird es ein bisschen problematisch, aber bei vielen anderen Bereichen geht das. Das Gewicht unserer Produkte würde sich um den Faktor 4 erhöhen. Die Energienotwendigkeiten und beim jetzigen Energiesystem, der damit verbundene CO2-Ausstoß würden sich um 50% erhöhen. Also die einfache Substitution, wie sie vielleicht in manchen Köpfen drinnen waren, wir nehmen statt der PET-Flasche die Glasflasche oder wir nehmen statt dem Papiersackerl, statt dem Plastiksackerl das Papiersackerl, das wird definitiv nicht die Lösung sein können, sondern wir müssen viel, viel breiter und systemischer denken. Und den Ansatz, den wir verfolgt haben, ist wirklich entlang dieser Linien. Wie transformieren wir die heutigen Märkte von Kunststoffen zu den Sustainable Development Goals, also alignen das mit dem, was die UN-Agenda ist? Welche technologischen Felder sind vor allem zentral? Das ist Energie, das ist Ernährung, das ist der ganze Infrastrukturbereich, Mobilität und der Gesundheitsbereich. Und im Grunde gibt es diese Guiding-Prinzipien, die ich schon vorher genannt habe. Wir müssen es mit weniger Werkstoff, weniger Energie und mit erneuerbaren Energie- und Werkstofftechnologien schaffen. Ich will Ihnen das anhand von einigen Beispielen nur illustrieren und zeigen. Schon in den 90er Jahren waren wir in der Lage, Häuser zu bauen, die als Passivhäuser gestaltet und vollständig mit erneuerbaren Energien versorgt wurden, bei hohem Wohnkomfort, natürlich bei hohen Kosten damals noch. Ich habe das hier anhand des Freiburger Solarenergiehauses, das völlig autark war, hier gezeigt. Wir haben das einmal untersucht nach werkstofflichen Optimierungsmöglichkeiten. Jede Menge Kunststoffanwendungen. Ich selbst habe mit meiner Familie damals ein Haus gebaut. Meine Frau, ihr Idealvorstellung war das Landhaus.
Wir haben Überlegungen übernommen, die damals bautechnisch, solartechnologisch schon da waren, haben versucht, die weiter zu optimieren und zu integrieren. Es ist ein Bruchteil der Hausoberfläche, das ist diese Südseite hier, wo Sie die Photovoltaik sehen, wo Sie einen thermischen Kollektor, wo Sie hier eine transparente Wärmedämmung, auf die ich mich jetzt konzentrieren will, mit zwei, drei Folien sehen, um das zu illustrieren. Wo wir den gesamten Energiebedarf als Nettobedarf übers Jahr gerechnet aus einem Bruchteil der Hausoberfläche gewinnen können, inklusive, Sie sehen hier Schwimmbad, da hinten drinnen ist eine Sauna, drei Kinder, Hund und so weiter mit den notwendigen technischen Geräten. Ein wesentliches Element im Raumwärmebereich ist diese transparente Wärmedämmung. Was ist das? Das sind Kunststoffelemente, die Sonnenlicht, kurzwelliges Licht durchlassen, dann die Wand aufheizen, die als Kollektor ausgebildet ist, also ist dunkel ausgebildet. Die heizt sich, so wie ein solarthermischer Kollektor, bei guter Einstrahlung im Winter, bei flachem Winkel auf 70, 80 Grad hier hoch und macht die Wand, die als Massivwand ausgebildet ist, zu einem Niedertemperatur-Kachelofen, gibt also gute Strahlungswärme ab. Und diese transparente Wärmedämmung, also soll Licht durchlässig sein, Sonnenlicht, und langwellige Wärmestrahlung soll nicht mehr nach außen gehen, sondern soll ins Haus transportiert werden, also Wärme. Funktioniert insbesondere bei kalten, klaren Wintertagen. Wir haben eine Fülle von Kunststoffen untersucht, ohne zu sehr chemisch zu werden. Die Lösung lag in der Kohlenstoff-Sauerstoff-Bindung. Also das, was den Treibhauseffekt der Atmosphäre als Gas ausmacht, findet man in Kunststoffen in Form von Kohlenstoff-Sauerstoff-Bindungen hoher Dichte. Die machen den Treibhauseffekt an der Wand, heizen das Haus als Niedertemperatur-Kachelofen. Wir haben eine Fülle von Kunststoffelementen untersucht. Das Ergebnis ist, am Ende haben Sie eine transparente Wärmedämmung, die Sie hier sehen, die zu 99% aus Luft besteht und nur 1%, das sind 40 Mikrometer dicke Kunststofffolien. Und herausgestellt hat sich, ich springe nochmal zurück aufs vorige Bild, dass Zellulose, das Zellophan, das ursprünglich ein natürlicher Polymerwerkstoff schon war, hat die besten Eigenschaften im Vergleich zu allen anderen. Also wenig Material,